Es ist richtig unfassbar und ich kriege jetzt schon Gänsehaut und ich freue mich so übertrieben darauf, euch die Sachen vorzustellen, Leute. Also ich bin Fan jetzt schon. Ich lege mal mit Miami Styles los und danach kommt so ein bisschen was von H&M, so ein bisschen was von Zara und dann Primark, so ein bisschen was, okay? An dieser Stelle soll ich auf geht's. Zuallererst Rose Gold. Bühne, roter Teppich, lass mich in Ruhe. Was soll ich dazu sagen? Das ist genau wie für mich zugeschnitten. Das ist, mehr geht einfach nicht. Es ist einfach wie für mich gemacht. Wenn ihr übrigens auch die Outfits jetzt schon sehen wollt, im Vorwege vor dem Lookbook, dann könnt ihr auf Instagram gehen. Dort heißt sich aktuell I am Jenny from the Block. Und bald habe ich auch ein Haar Instagram, also den lasse ich wieder aufleben zu meinem Haarshop. Da gibt es Perücken und Extensions zu kaufen. Das hier zum Beispiel ist eine Perücke, aber psch, nicht weiter sagen. Okay, all das könnt ihr dann bei Smarter Art bestellen, deswegen könnt ihr vom Ding her beiden folgen. Smarter Art sowohl als auch I am Jenny from the Block. Aber für die Outfits I am Jenny from the Block. Okay, so jetzt guckt euch das mal an. Roségold, richtig toll verarbeitet. So was Schönes habe ich lange nicht mehr gesehen. Okay, ein Overall, ein Hosenanzug. Wenn ihr den sehen wollt, schreibt es unbedingt in die Das ähnliche, das gleiche in grün, wäre jetzt falsch gesagt, haben wir hier einmal so. Also, es ist so hübsch. Das kann man auch mit einer Strumpfhose tragen. Man muss es nicht mit nackten Beinen tragen oder so, ne? Also mit einer Strumpfhose getragen macht das genauso Sinn. Hochgeschlossen, langärmlich, wundervoll. Und ich sage euch, hier ist nichts billig. Ne? Das ist also kein billiges Material. Es ist nicht billig verarbeitet. Es ist hochwertig verarbeitet und ist wirklich, also sieht nicht nur aus wie ein luxuriöses Teil, sondern ist auch als Luxusteil zu sehen. Es ist richtig gut verarbeitet. Dann habe ich ein Overall, der einfach nur heftig ist. Schwarz, ärmellos, V-Ausschnitt, die Seiten, Leute, frei. Woo, Baby! Das ist aber eine ganz heiße Geschichte, du. Da habe ich auch schon was auf Instagram gepostet. Das könnt ihr euch angucken. Jetzt wird der eine oder andere fragen, soll ich da eine Unterhose drunter tragen oder nicht? Ich würde mal sagen, such dir einen Slip, der so einen ganz dünnen Riemen hat, damit es sich verbindet mit dem, was hier an der Seite offen ist. Um diesen Overall genau zu erklären, brauchen wir den unbedingt im Lookbook. Und selbst wenn ihr mir nicht schreibt, dass ich ihn euch vorstelle, werde ich ihn euch vorstellen müssen. Weil, Leute, der sieht heftig aus. Der sieht zu krass gut aus. Und einer meiner Favorites ist das hier. Guck mal, das ist auch ein Overall. Oh, guck mal bitte, wie schön das ist. Das ist ein Overall, ein Hosenanzug Overall. Und guck mal die Ärmel. Guck mal, wie das aussieht. Und guck mal, die Pailletten. Hui. Ich bin so verliebt. Ich kann es kaum erwarten, diese Outfits zu tragen. Ich brauche jetzt rote Teppiche. Viele rote Teppiche, Leute. Und dann kann ich euch diese Sache vorstellen. Verstehst du, das schreit nach rotem Teppich. Okay. Jetzt geht es weiter mit Primark. Und zwar, oder sagen wir doch vielmehr, bevor es mit Primark losgeht, machen wir ganz schnell Zara und H&M. Ganz simpel und ganz einfach heute. Ein wundervoller Hut. Nämlich dieser hier. Von Zara. Guckt ihn euch an. Ist er nicht schön? In so einem Petrolfarbton. Davon habe ich doch auch ein Oberteil. Das nannten sie ja bei Zara Entengrün, wo man sich so denkt, Entengrün, warum? Das ist Petrol, Digga. So, und dann habe ich hier noch von H&M diesen wunderschönen Hut. Der war reduziert von 80 Euro auf 40 Euro. Guckt mal in eurer Stadt, ob ihr den findet. Und der ist super verarbeitet, richtig hochwertig. Mit so Metall hier. Und, der ist, also guckt ihn euch mal an, wie der aussieht. Das ist so ein schön geschnittener Hut. Der wird auf jeden Fall von mir getragen werden. Und im Lookbook, wie gesagt, kann ich euch das auch alles vorstellen. Dann habe ich hier mit der Beschriftung Bowie ein schönes Top von Primark. Nämlich in so einer Metallic-Optik, so ein bisschen holographisch. Also jetzt ist holographisch auch bei Klamotten in. Und dann habe ich mein Overall und ich muss gestehen, den hatte ich schon an, den habe ich jetzt einfach mit in die Tüte geschmissen, damit das jetzt einfach mal so wirkt als ob, aber den habe ich jetzt schon ein paar Wöchchen. So, aber wenn ihr den noch findet bei Primark, dann solltet ihr euch den kaufen. Ich plädiere dafür, dass ihr euch die Hose in größer kauft.
Also das ist jetzt Größe 36, aber ich bin ganz ehrlich, ich hätte mir 40 oder so kaufen sollen, weil ich liebe es ja, wenn meine Jogginghosen so richtig locker von der Hüfte hängen und der ist mir fast ein bisschen zu eng angeschnitten. Also das ist richtig so ein bisschen zu eng angeschnitten. Ich hatte auch das Gefühl, dass es so ein bisschen einläuft beim Waschen und da solltet ihr echt eine größere Größe nehmen. Aber der Stoff ist super schön und das, also ich trage das jetzt nicht zum Schlafen, ich trage es mehr so zum Rumlaufen und Dinge erledigen und es ist einfach ein richtig angenehmer und gemütlicher Overall Hosenanzug. Warte mal, Jogginganzug, ne? Oder was ist denn das? Oberteil und Hose? Trainingsjogginganzug? I don't even know. Okay, dann habe ich für 3 Euro diesen wunderschönen Haarschmuck hier gefunden. Das ist wie so ein Haarreif. Kann man aber auch so tragen. Sieht voll schön aus und sieht auch hochwertig aus. Also ich finde, wie 3 Euro sieht das jetzt nicht unbedingt aus. Und man könnte sich daraus auch, wenn man ein bisschen kreativ ist, einen Choker machen. Dann habe ich das holographische Portemonnaie oder Brieftasche gefunden, wo man das Handy reintun kann. Es sieht gut aus, muss ich sagen. Guck mal. Also manchmal will man nur das Handy dabei haben und dann ist es nicht so, dann ist es manchmal doof, so ein loses Handy in der Hand zu haben. Und dann tut ihr das hier rein. Und lass es so runterbaumeln. So. ASOS habe ich auch noch am Start. Das habe ich ja ganz vergessen. Bei ASOS habe ich mir diese Choker bestellt. Einmal in Silber und in Roségold. Guck mal. Und das heißt, ich habe ASOS auch noch am Start. Von Missguided. Also Missguided, ASOS. Diese Choker sind Programm. Dann habe ich zu guter Letzt noch dieses Kiss-Top. Und in diesem Sinne gebe ich euch einen fetten Kuss. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr genau im Lookbook sehen wollt. Und ich hoffe, dass ich euch jetzt auf jeden Fall ganz bald dann auch mal die Looks vorstellen kann. An sich freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt und bin für jede Anregung offen. Folgt mir auf allen sozialen Netzwerken. Ich hoffe, von euch zu lesen. Und diese Community ist eine der besten Communities Deutschlands. Mir ist es bewusst. Und ich bin ganz stolz auf euch und freue mich, euch in meiner Nähe zu haben. Und mehr wünsche ich mir für dieses Jahr eigentlich gar nicht. Außer ganz viel Seelenfrieden und ganz viel Freude. Und deswegen gibt es auch ganz viele Motivationsvideos. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und ach ja, ich muss mehr Sport machen und mehr Wasser trinken. Ihr doch auch bitte, ne? Also wir geben jetzt Gas. An dieser Stelle sage ich bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Kiss.